Rund 26.000 Fahrschulen gibt es in Deutschland. Die meist jugendlichen Kunden haben also die Auswahl, gerade in Ballungsgebieten. Neben der Qualität der Schulung und dem entsprechenden Auto muss für sie vor allem eines stimmen: der Preis. Denn Theorie, Fahrstunden und Sonderfahrten, Übungsbögen und die Anmeldegebühr, da kommt so einiges zusammen. In seinem aktuellen Vergleich hat der ADAC deutschlandweit erhebliche Unterschiede bei den Kosten für einen Führerschein festgestellt. Ganz klar, am günstigsten ist es, im Osten Deutschlands den Führerschein zu machen. Ganz klare Tendenz. Keine Überraschung wahrscheinlich im Süden, also in Bayern im Wesentlichen, da ist es am teuersten. Was die großen Städte und die kleinen Städte betrifft, so ist es so, dass in den kleinen Städten normalerweise die Führerscheine teurer sind. In den großen Städten ist es von der Tendenz her günstiger. Ganz einfach zu erklären, da ist die Konkurrenz größer. Plastisch wird das Preisgefälle dann in der Betrachtung des Einzelfalles. So kostet der Pkw-Führerschein bei einer Fahrschule im bayerischen Freising stolze 2.434 Euro. Weniger als halb so teuer macht es eine Fahrschule in Berlin. Dort kostet er 1.146 Euro. Die Leistungen sind in beiden Fällen identisch. Aber auch innerhalb der gleichen Stadt können die Kosten drastisch abweichen. Es gibt riesengroße Unterschiede innerhalb von Städten. Das interessiert ja die Leute, wenn sie den Führerschein machen. Wie ist die Situation bei mir in der Stadt? Leipzig zum Beispiel, da haben wir 760 Euro festgestellt als Unterschied innerhalb der Stadt. Aber auch in Kleinstädten gibt es Unterschiede und das ist besonders überraschend. Hier Freiberg als Beispiel zu benennen, da haben wir Unterschiede von 500 Euro festgestellt innerhalb einer Stadt, die weniger als 50.000 Einwohner hat. Wichtig auch, bei einer guten Fahrschule steht Ihnen immer der gleiche Fahrlehrer und auch das gleiche Auto zur Verfügung. Dieses sollte im Übrigen etwa der Klasse entsprechen, mit der Sie dann nach bestandener Prüfung unterwegs sein werden. Und nicht vergessen, die gleiche Leistung bedeutet nicht automatisch den gleichen Preis. Daher immer mehrere Angebote einholen. Was wir brauchen für den Verbraucher ist eine Preistransparenz. Das heißt also, Fahrschulen sollten unbedingt für jeden Fahrschüler ganz genau Punkt für Punkt auflisten, was der Führerschein und die einzelnen Positionen kosten. Und zum anderen haben wir große Unterschiede festgestellt bei den variablen Gebühren. Zum Beispiel ist es völlig unverständlich, dass in Bremen die Anmeldung zur Prüfung 0 Euro kostet und in München bis zu 200 Euro kostet. Hier bitte sehr eine Standardisierung, damit wir hier faire Kosten haben, überall in der Bundesrepublik.